Bevor das Video anfängt, wollte ich noch ein paar Personen grüßen. Und ja, los geht's mit dem Video. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute spiele ich mal wieder Tower of Hell Hard. Ich habe auf jeden Fall das Spiel schon länger nicht mehr in einem Video gespielt. Und auch nicht privat. Ich habe das schon länger nicht mehr gespielt. Auf jeden Fall versuche ich ihn heute zu schaffen. Und genau, manchmal werde ich auch ein bisschen Zeitraffer machen und einfach wieder ein bisschen mit euch reden. Aber das ist halt nicht der Teil 2, sondern ich rede einfach nur, das ist ein normales Tower of Hell Hard Video. Und ich erzähle euch etwas, Teil 2 wird auch bald kommen. Auf jeden Fall wollte ich noch etwas dazu sagen, dass zurzeit echt nicht so viele Videos kommen. Dafür möchte ich mich auf jeden Fall einmal entschuldigen. Nur das Problem ist, ich habe einfach nicht wirklich viele Videoideen. Ich weiß, dass ihr mir mal sehr, sehr viele Ideen gestellt habt, aber so das Ding ist halt, die meisten haben immer nur das Gleiche gesagt als Ideen. Ich werde nochmal durchschauen und mir selber ein paar Ideen überlegen. Ihr müsst keine Ideen in die Kommentare schreiben. Ihr könnt, aber ihr müsst nicht. Und falls ihr dieses Mal auch gegrüßt werden wollt, schreibt einfach euren Namen. Und an die Leute, die schon gegrüßt wurden, bitte schreibt nicht nochmal, weil ich werde jede Person nur einmal grüßen. Sorry, falls ich euch dieses Mal nicht gegrüßt habe. Aber wenn ihr heute, also nicht heute, aber im nächsten Video gegrüßt werden wollt, schreibt euren Namen in die Kommentare. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, dass ich jetzt ein bisschen mehr Tower-Spiele spielen möchte. Bald wird doch auch ein Cotton-Tower-Video rauskommen, wo ich halt versuche, bis zu den neuen Stages zu kommen. Und genau. Dann wollte ich noch etwas sagen. Und zwar hat diese Person hier geschrieben, dass ich schmatze. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Video schmatze. Ich habe echt keine Ahnung. Also, falls es so ist, tut es mir leid. Aber vielleicht sieht das nur die Person so. Also, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ich schmatze. Also, was ich auch noch sagen wollte, Leute. Bitte schreibt in die Kommentare, falls ihr Offer für meine Pets habt. Denn ich würde halt gerne meine Adopt-Me-Pets traden gegen Murder Mystery Sachen. Also, falls ihr Interesse habt, ich trade meine Pets in Adopt-Me für Murder Mystery 2 Sachen. Also, genau, auf jeden Fall schreibt gerne euren Usern in die Kommentare, falls ihr ein Offer habt. Ich habe halt so Krokodil und so. Also, ich würde halt so mein Krokodil gegen 2 oder 3 Godlies traden, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich euch ja auch jetzt mal ein kleines Video einblenden. Von meinem Inventar halt. Also, ja, ich habe auch sehr wertvolle Spielzeuge. Und mit einem Spielzeug kann man schon halt sehr gute Sachen kriegen mit denen. Und falls ihr halt Interesse an diesen wertvollen Spielzeugen habt, ich trade die auch gegen Murder Mystery Sachen. Auf jeden Fall seht ihr hier ja gerade immer noch mein Inventar. Diese ganzen Sachen hier trade ich. Ich weiß nicht, ob ich zu genau allem ja sagen werde. Vielleicht würde ich ein paar Sachen nicht vertraden. Aber das ist jetzt erstmal mein Inventar und ich würde das meiste davon vertraden. So, das war auf jeden Fall mein Inventar. Und ich werde das Ganze jetzt auch ein bisschen in Zeitraffer machen. Und genau, Leute, auf jeden Fall bin ich auch gerade runtergeflogen, was nicht so nice ist. Aber gut, naja, ich mache das Ganze jetzt auch wieder in Zeitraffer.
Okay, Leute. Auf jeden Fall muss ich hier gerade echt aufpassen, dass ich überlebe. Und da bin ich runtergeflogen. Das war echt mega doof. Auf jeden Fall oben rechts seht ihr mein Leben. Und das ist echt fast wirklich komplett vorbei. Oh mein Gott, Hilfe. Auf jeden Fall habe ich hier gewartet, bis mein Leben halt wieder voll ist. Und Leute, ich wäre einfach fast gestorben. Hilfe. Oh mein Gott, das wäre so doof gewesen, weil ich bin die ganze Zeit gesprungen. Auf jeden Fall hat sich jetzt mein Leben wieder aufgeladen und ich finde das sehr, sehr gut, weil es wäre halt echt doof, wenn ich gestorben wäre. Lieber warten anstatt Risiko. Auf jeden Fall habe ich dann diese Stage hier auch schon geschafft. Ja, auf jeden Fall habe ich sie geschafft. Hier habe ich eine Abkürzung genommen und ja, genau. Leute, dann bin ich leider runtergeflogen und ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es ist so doof, dass ich dann gestorben bin. Auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!